Und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Euro Truck Simulator A. Day, yippie-yay, Schweinebacke. Frei wie der Wind. Siehst du, ich wollte mal gucken, wie eigentlich aktuell unsere XP aussehen. Ah, das haben wir hier, Kamera. Fertig zum Losfahren. Benedikt, na was? Egal. Irgendwas mit Benedikt der Große. Schöner BMW. Übrigens, die Schatten wurden bei der neuen Version wohl auch überarbeitet. Die sollen nicht mehr so das aussehen, was sie sind. Dieses Flackern von den Schatten. Und dass sie bei den Kanten auch immer so eckige Stufen und so haben, soll wohl auch entschärft worden sein. Nicht komplett weg, aber so ist es drastisch entschärft worden sein. Also es gibt so viele Sachen. Ach so, und was ich ganz vergessen habe zu sagen, es gibt jetzt einen fucking elektrischen LKW. Wobei ich jetzt noch nicht genau weiß, weil wahrscheinlich irgendwie die Geister, die einen sagen, der wird mit 1.50 released, mit der stabilen Version. Und andere sagen, der wird kurz nach 1.50 released. Mal gucken, ob wir den in das nächste Mal, wenn wir dann wieder ATS, ETS spielen können. Wobei der kommt zu ETS, soweit ich weiß. Also ATS bekommt keinen elektrischen LKW. Aber ja, wenn wir das nächste Mal ETS spielen, mal gucken, ob wir dann einen elektrischen LKW fahren können. Mal so als Special. So, mal gucken, Leute. Das hier. Oh ja, hat sich ein bisschen. Ah, wird noch ein bisschen was. Schade. Achso, ich hätte doch gleich pennen können. Keine Ahnung, wann der nächste Bett kommt. Oh ja. Nie. Aber hier ist eins. Nee. Wirft denn noch, Mädel? Entscheid dich mal. So.
Die Ränder mit dem extrem Gelbton da, aber das sah ein bisschen komisch aus. Wie wirst du, du Pisser? Was ist mit dir los? Ah, sind sie bei der ersten oder bei der zweiten Stelle? Müsste die erste sein, ne? Ach nee, hä? Bin verwirrt. Ah, und wir waren hier eine große Stelle, die wir bereits kennen. Stuttgart. Wir waren doch nie in Stuttgart, lol.
1666, oh schade. Gerade 1666 Kilometer gehabt. Also, noch vor uns. Das Auto immer noch schneller als ich, obwohl das Auto in der äußeren Spur fährt, also langsamer sein müsste als ich. Der schiert doch schon wieder. Der fährt doch locker 80,9. Ich darf immer noch nur 60. Verdammt. Konnte das denn passieren? Da ist er ja. Der Stottergarten. Ach so, 80 und 60. Ach, deswegen. Ja, genau. Und unter dem 60er-Schild ist das Schild für LKWs. Was eine Schweinerei. Und jetzt wundern sich mal alle so, dass die LKWs die ganzen Autobahnen verstopfen. Kein Wunder, wenn wir mal langsamer fahren müssen als die Autos. Schweinerei hier. Ungerechtigkeit. Weißt du, über gleiche Rechte für Frauen und Männer riechen sich immer alle auf, aber gleiche Rechte für LKWs und Autos, daran hat keiner gedacht. So. Vielleicht gibt es ja auch Non-Binary, ha? Huh? Vielleicht gibt es ja auch Fahrzeuge, die weder LKW noch Autos sind. Zum Beispiel Busse. Ja? Ich identifiziere mich als Bus. So. Jetzt habe ich es aber gegeben. Muss ich hier rauf? Nein, ne? Eine Frage. Oh, was ist denn das hier? Halt, stopp. Was zur Hölle ist das? Was zum Geier braucht ihr hier? Achso, eine Unterführung. Ja klar, jetzt eine Autobahnunterführung. Aha, die wollen eine Autobahn bauen. Die Schweinelinskis. Ich hab euch genau durchschaut. Okay, weil hier langsam waren wir doch richtig.
Ja, nee, ich könnte auch da. Wäre es egal gewesen. Fahr doch! Stadtzentrum von Stuttgart. Stimmt, Stuttgart war ja auch eins der Städte, die sie bearbeitet haben, ne? Oder? Frankfurt war auf jeden Fall eine Stadt, glaube, die sie bearbeitet haben. Aber fahren wir durch Frankfurt durch? Muss ich mal gucken bei unserer Route. Ja, immer dieser Radfahrer, der schreit sein Fahrrad an, ist ja bescheuert. Aber sonst hat man davon, wenn man Rad fährt, also Öko, und dann auch noch ein grünes Fahrrad hat, also noch mehr Öko. Das ist ja Öko mal Eko, also Öko im Quadrat. So, da würde ich aber auch schreien. So. Digga, guck mal die ganzen Fahrräder an, Alter. Was für eine Öko-Stadt. Wenigstens zwei Mofas sind da. Also ja, Stuttgart wurde überarbeitet, fällt mir gerade ein. Weil das hätte Stuttgart gesagt, gar keine so eine Aussichtsdings für uns da. Also das, was wir jetzt gerade machen. Weil das haben wir nur neuere Städte. Das heißt, man muss bei der Map einfach nur gucken, welche Städte solche Dinger hier haben. Und dann siehst du, welche Städte neu sind und welche nicht. Dann siehst du zum Beispiel, Berlin hat noch nicht so ein Ding. Genauso wie die drei hier, die sollen ja auch neu gemacht werden. Stadtnamen. Na hier. Die Dreier-, Vierer-Kolonne hier, sie soll auch neu gemacht werden. Ja, und wie gesagt, Berlin ist halt auch immer noch uralt. Okay, wir fahren in Frankfurt durch. Okay, bin ich mal gespannt, wie das denn so aussieht. Weil Frankfurt sollen sie auch drastisch überarbeitet haben, soweit ich in Erinnerung habe. Aber gut, mein Gedächtnis ist ja sowieso immer so ein bisschen interessant gestrickt. So, wollen wir mal noch ein Foto machen hier? Stadttheater, Stuttgart. Nice. Oh, zwei Busse. Oh, Straßenbahn? Hey, Moment, ich meine für die Autobahn. Da wollen wir mal gucken. Wie kann ich Straßenbahn hier lang fahren? Weil hier geht ja auch hier die Autobahn lang. Guck mal, die Autobahn fährt ja auch unterirdisch. Also wie kann denn hier auch die Straßenbahn lang gehen? Das haben sie aber nicht gut durchdacht. Also, das ist ein bisschen auffällig, dass hier sowohl unterirdisch die Autobahn lang geht, als auch unterirdisch die Straßenbahn lang gehen soll. Das ist, ja. Irgendwie, ja. Ja, suspekt. Oder die Straßenbahn geht im echten, also ich schätze mal, das ist eine Kreuzung, die sie vom echten nachgebaut haben, wo es auch so ist, dass hier eure Straßenbahn den steiler runter geht.
Weil sie ist da richtig. Da, die Straße. Die Autobahn. Das ist nicht gut. Jetzt ist aber sogar die Straßenbahn. Lolloroffel. Wo ist das grün? Ey! Ich glaube, es hackt. So, und da sind wir, wo sind wir immer noch in Stuttgart? Okay, ist relativ groß das ganze Konstrukt hier. Aufliegerschaden, ja, leck mir im Arsch. Gehört jetzt alles noch zu Stuttgart dazu? Wie groß ist denn das Ding? Ja, doch. Sieht hier auf der Karte immer so klein aus, ne? Hier so ein bisschen Abzweig, da ein bisschen Abzweig. Aber ey, das ist in Wirklichkeit doch von der Optik her wesentlich größer. Sehr, sehr cool. Das war mir jetzt halt eine 50, klar. Bitte rechts halten. Gesprochen wie eine AfD-Politikerin. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Ich glaube, nächste Folge können wir erstmal wieder ein paar LKW-Garagen kaufen. Wir haben schon wieder über 2 Mille. Da geht der ratzfatz hier. Ja gut, ratzfatz, das ist ja schon die 11. Folge. Ja, danke. Naja. Oh, ist sogar gesunken. Hat nämlich 1,5 pro 7 Tage? Was ist denn da passiert? Achso, da wollen wir selber keine, wahrscheinlich wollen wir selber keine Mission mehr machen. Und dementsprechend wir kein Geld mehr verdienen und damit wir insgesamt weniger Geld verdienen. So eine Scheiße haben wir auch. Das ist ja unschön. God damn it. Das heißt, wir sind noch weiter von ATS entfernt. Fuck my life. Wir haben ja fast nur noch ein Drittel davon. Heieiei. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Oh, fast 1000 Euro. Wie die Fenster so hell sind, ist da auch neu der Bug, oder? Ist mir auch früher nicht aufgefallen.
dass wenn es dunkel wird mit einmal, dass dann alle Fenster so hell weiß sind. Alles verpackt hier, alles scheißen Dreck. Gut, dann würde ich mal sagen, soll es mit der Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge denn dann wieder. Bis dann.